So, ich bin wieder da. So. Ah. Ich hoffe, ihr seid auch noch da. Zack, zack, zack. Gut. Was machen wir jetzt? Ich werde mal schnell meine Dailies machen, damit ich die nicht vergesse. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gehen wir wirklich noch kurz in die Wüste. Eine Dreiviertelstunde habe ich noch Zeit. So, Pi mal Daumen. Oder vielleicht noch ein bisschen länger, je nachdem. Zack. Mit meinen Lieu-Commissions bin ich eigentlich ganz gut vorangekommen. Welcome back. Danke dir, Heshi. Ich bin am Überlegen, was ich jetzt noch alles farmen muss. Von den Sachen, von denen ich weiß, was ich farmen muss. Hui. Gesundheit, Flynn. Hui. Noch so ein paar Lotus-Dinge einsammeln. Oder wir können noch ein bisschen in die Teekanne gehen und auch ein bisschen bauen. Hallöchen, no skills. Willkommen, willkommen. So. Einmal im Kreis. Was wollte ich eigentlich nicht? Egal. Zack, 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 zack. Danke fürs Follow, no skills. Willkommen, willkommen. Zack. Wir könnten tatsächlich überlegen. Also entweder wir gehen in die Wüste noch ein bisschen herumschauen, ob wir die restlichen Schatzkisten noch finden, die mir fehlen. Oder ich schaue in meine Teekanne rein. Könnt ihr euch aussuchen. Was ab? Sag ja, ich vergesse das wegzumachen. Danke für die Erinnerung. Du bist gleich wieder da, aber sieht doch aus, als wärst du wieder da. Ich bin auch wieder da. Danke für die Erinnerung. Ach. Hab das letztens noch gesagt. Weil sich Leute beschwert haben. Eigentlich Tom hat sich beschwert. Dass ich kein Be Right Back gemacht habe und ich habe darauf geantwortet. Ich vergesse das nur, das wegzumachen, wenn ich wieder zurück bin. Ja, sage ich's nicht. Das ist typisch. Zack. Hi King, na, wie geht's dir? Hey, kann ich dir eventuell was vorspielen? Ich habe schöne Lieder drauf, ein paar. Aber du, dein Name sagt, du hast keine Skills. Also bin ich mir nicht sicher, ob du was spielen kannst. Kein Problem, danke dir. Ich selbst sehe das ja nicht. Also ich hätte jetzt rüberschauen müssen, dann hätte ich es schon gesehen. Darf ich? Du meinst mit den Instrumenten im Spiel oder was? Okay, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht runterfliege. Das eine Mal habe ich mich so runterkatapultieren lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Irgendein Slime hat mich voll runtergeschmissen. Gott. Oh oh. Geht weg. Einfach vorbeirennen. Yay! Und im Ziel. Ja, auf der Genshin-Harfe.
Wenn ich ehrlich bin, ich möchte keine Probleme bekommen wegen irgendwelchen Liedern und so. Tut mir leid. Ansonsten gerne, wenn ich jetzt nicht online wäre und streamen würde. Ich habe Geo-Sigils gefunden. Yay! Wie kann das sein nach so vielen Jahren? Oh mein Gott. Sachen, die es gibt. Aber auf jeden Fall danke fürs Angebot. Vielleicht, wenn ich mal offline bin. Also, wenn ich nicht stream. Dann höre ich es mir gerne an. Sag, wo sind meine letzten? Wenn man die Dailies vor lauter Markierungen nicht erkennt. Falsche Richtung. So. Jetzt glaube ich am schnellsten. Zack. Nicht lang, da lang. Guten Tag, die Herrschaften. Alle weg. Fast alle weg. Hä? Was ist das? Ich drücke, nichts passiert. Tada! Jetzt habe ich ganz vergessen. Ich hätte auf Watatsumi Island da gleich nochmal schauen können wegen dem einen Rätsel. Egal, das kann ich immer noch machen. Oh nein, meine Artefakte sind schon wieder voll. Eul! Irgendein Artefakt habe ich letztens erst gelevelt. Oh. Das ist zum Heulen. Da, wo ist denn mein? Finden die? Ah, die sind noch Level sortiert. Aber nochmal durch. Irgendwas zum Leveln. Sind alle 20, 2016. Haben wir da Schönes? So ein. Das war mau. So, ich will nicht die schlimmen Artefakte leveln. So viel in Defense gegangen. Zum Heulen. Das werde ich leveln. Meine wahrscheinlich KW-Artefakte, wo mir immer noch die Hälfte fehlt. Heul. Ich hab gefühlt erst vorgestern wieder ausgemistet, so viel. Unglaublich. Wie können die Artefakte so schnell überlaufen? Energy Recharge. Schade, dass so viel in HP gegangen ist. Die EM wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber egal. Man nimmt, was man kriegt. Man kriegt nicht viel. So, komm her. Noch mehr Artefakte. Yay. Will die Commissions abholen. So, jetzt ist die Frage. Soll ich ein bisschen erkunden gehen oder soll ich was in der Teekanne bauen? Noch. Ich könnte noch ein bisschen in der Wüste rumlaufen. Da fehlen mir noch ein paar Prozente hier und da. Meine Sumeru-Teekanne ist noch nicht ganz fertig. Wasserkristalle. Egal, ich nehme alle. Kann man ja umwandeln, so ist es nicht. Als ob es schon wieder halb sechs ist. Nein, es ist 5 vor halb 6, keine Sorge. Alles im grünen Bereich noch. Wisst ihr, was wir noch machen?
auch die komischen Layla-Dinger. Nachdem ich mit hoher Wahrscheinlichkeit Layla bekommen werde, möchte ich sie zumindest auf 80 bringen gleich. Ich fand sie in den Testdingern immer ganz cool zu spielen. Wenn, dann möchte ich sie gleich leveln. Yay, let's go. Machen wir ein paar von den Bossen. Artefakte laufen eh schon wieder über. Was braucht Layla eigentlich für Artefakte? Millilith, oder? Ihrer. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So grüne Neune. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Find da mal gute Artefakte. Die Domain mag mich nicht. Einmal Wassermarsch, danke dir. Prost. So, noch liegt er da am Boden, aber gleich wird er sich vor Schmerzen krümmen oder so. In der Art. Oder so. Guten Tag. Oh, das ist jetzt aber irgendwie unspektakulär zusammengeklappt. Reiten? Was hast du mit Reiten gemacht, Schönes? Zwei wieder. 17. Da brauche ich noch ein paar. Crit Rate, Crit Damage. Habe ich sicher besser, oder? Egal. Man kann sich's ja mal vormerken. Aber Gladiator hat eigentlich niemand mehr wirklich so angelegt. Nachdem es jetzt überall was fast Besseres gibt. So, dann schauen wir uns mal Heshis Reiten an. Tada! Check, check. Check, check. So. Reiten für immer. Triple Crowned. Nice. Schlaflurk. Hallöchen, Shiro. Viel Spaß beim Schlafen. Gute Nacht. Yay. Yay. Zack, 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 zack. 10-0 noch. Schauen wir mal, was sie Schönes hat. Wow, nice. Auch nett. Elektro. Du hast relativ wenig Energy Recharge, oder? Obwohl, du hast die Waffe. Braucht man nicht mehr ganz so viel. Das ist ein ziemlich schönes Artefakt auch. Meine Attack ist blöd. Wäre besser ein Crit Rate gewesen oder so. Aber schauen wir mal, wie deine Werte insgesamt sind. Ja. Zack, zack, zack. 238. Ich weiß noch immer nicht, was das Optimum ist bei ihr mit Energy Recharge. Auf der Energy Recharge, oh, bla 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 bla. Eigentlich mit der Waffe ist es noch wichtiger, mehr ER zu haben, oder? Aber du kriegst nochmal 30% ER 12 Sekunden nach dem Burst. Sorry, bin wieder da. Kein Thema. Alles gut. Aber trotzdem gut. Nicht schlecht, Frau Shogun. Nicht schlecht. oder Herr Tag. Heshi von Tag. Wie geht's denn? El Haytham. Zack. 898. Da geht noch was.
Na, das ist schon schön auch. Yay! Nicht schlecht, nicht schlecht. King, du spielst auch Genshin? Fragezeichen. Mein Internet stirbt mal wieder. Weswegen? Wegen Raiden Shogun? Jö. So. Soll ich den nochmal machen? Gleich sammeln. Für eine Layla. Ich brauche Shinobu C6 und Layla und ich hoffe, ich krieg Nahida C2, dann bin ich glücklich. Und ich hoffe, ich gewinne einmal den 50-50 oder ich bekomme zumindest einmal Early. Dann sollte es sich gut ausgehen. Wie stehen gerade denn meine Pulse? Ich habe schon wieder längere Zeit jetzt nicht geschaut. Schauen wir kurz. Holen wir den Rechner raus. Der Genshin-Rechner. So. 24.229 plus 15.210 wären 39.439 geteilt durch 160, wären 246 Puls. Plus 48 plus 58. Zack, 352. So durchschnittlich müsste sich das ausgehen. Wir bekommen ja auch noch was für Story Quest, für Maintenance, alles Mögliche. Bis Baiju und Kavi dann draußen sind, sollte sich das locker ausgehen, oder? Muss ich schon sehr viel Pech haben, dass ich das mit Nahida und mit den zwei Nahidas und Baiju nicht ausgeht, oder? 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 Ich mache jetzt gerade den Boss. So, zack. Bin ich nur da unten. Jetzt hänge ich da wieder blöd an der Ecke. Ich hasse diese Stelle. Na ja, komm schon. Was machst du? Nicht da festhängen. So. Nee, aber was? Aber es lädt gerade alles wieder alle 2 Minuten. Oh weh. Warum machst du dein Internet immer kaputt, Heshi? Ich nehme dir gerne 10 Puls fürs Baiju-Waffenbanner ab. Was? Warum genau 10 Puls? Lohnt sich die Waffe überhaupt so? Von dem, was man da gesehen hat? Ich meine, wenn man sie haben möchte. Zack. Aua. Jetzt ist er eh gleich weg. Also, ich muss sagen, der und Asimon, die haben es nicht so wirklich drauf. Die können sich Gott sei Dank nicht eingraben. Da, weil ich 60 oder 70 Pity habe. Ich mag das Design davon. Ich habe Angst, dass die Stacheln einen aufspießen. Prototype Ember ist rein rechnerisch nur 1,4% schlechter, R5. Na dann. Ich habe den rumliegen, den Prototype Donut. Wenn der schon blöd rumliegt, warum nicht? Wieder nur 2 bekomme ich um mein Glück. Zum Heulen. Dann nicht. Mühsam ernährt sich meine Layla. Egal. Nicht so tragisch. Weil
Schau, der liegt da herum auf R5, unbenutzt. Warum nicht? Dann Layla bekommt das Schwert und Kaveh bekommt das Claymore und alle sind glücklich. Schau, ich brauche nichts mehr leveln, waffentechnisch. Alle sind sie glücklich, alle sind froh. Speedy Bee, Speedy Bo. So, ich starte mal eben meinen Router neu, sonst kotze ich noch im Hintergrund. Das ist sehr ungesund, wenn du immer so viel Auswurf hast, mein lieber Heshi. Gut, also. Eure Wahl. Letzte Chance. Eine Teekanne oder Wüste? Geh aber sowieso mal in die Teekanne. Aber erstmal teleportiere ich mich da weg. Skills, was brauchst du denn? Kann ich denn überhaupt meine Teekanne aufstellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Aufstellen kann ich aber nicht rein. Jetzt angenommen. Beim Teleportieren. Aber wahrscheinlich wird es neue Möbel geben, oder? Das heißt, es lohnt sich noch gar nicht zu weiterzubauen, bevor nicht das nächste Update kommt. Levelbücher werde ich auf jeden Fall brauchen. Yay. Zack. Was, viel, ziemlich viele Charaktere zum Leveln. Gleich wieder neue Münzen sammeln. Ich habe auf jeden Fall Freundschaftspunkte schon angespart dann. Was könnte passieren? Ich könnte Layla bekommen, auf jeden Fall. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das könnte theoretisch auch noch Mika bekommen. Wenn ich den 50-50 verliere, könnte ich auch noch Deha bekommen. Das heißt, ich müsste drei Charaktere leveln. Na, ich werde dann das nächste Mal bauen. Mit dem Update gibt es sicher wieder neue Möbel. Und vielleicht gibt es auch wieder grüne Ikea-Truhen. Dann möchte ich irgendwo in dem Gebiet sind noch Schatzkisten oder so. Vielleicht sollten wir einmal nach unten gehen. Vielleicht sind die alle unten noch versteckt. Hab's mal früher gespielt, aber mit der Zeit hat es mich nicht mehr so interessiert. Nichts gegen das Spiel selbst, aber irgendwie holt es mich nicht mehr ein, weil andere Spiele mich einholen. Was spielst denn du zurzeit zu King außer Need for Speed? Genshin ist doch toll. Aber danke, dass du trotzdem immer wieder vorbeischaust, obwohl ich Genshin spiele. Was brauchst du? Da. Mal meinen Kompass anlegen. Zack. Also theoretisch habe ich 92%. Das letzte Mal haben wir Kashinitsut ziemlich gut durchgeschaut. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch unterirdisch was ist. Wir werden uns hier einfach unterirdisch durchwuseln. Und schauen, ob hier noch irgendwo Schatzkisten versteckt sind. Hier anscheinend nicht. Ich kenne mich leider unterirdisch überhaupt nicht aus. Wo ich herkomme, wo ich hingehe. Aber wünscht mir einfach Glück. Ich habe jetzt aber Accept gedrückt. Warum kann ich nicht joinen? Keine Ahnung, ich habe Accept gedrückt. Was ist dein World Level? Vielleicht ist das zu niedrig. So.
Wollte nur mit der Harfe spielen. Klim, klim, klim. Oh. Okay. Ich hab, glaube ich, die erste Schatz... Da oben? Da oben glitzert auf jeden Fall was drauf. Psst. Unglaublich, ich habe eine Schatzkiste gefunden. Yay! Okay. Anemo-Charakter. Tekken 7, Smash Ultimate, Yu-Gi-Oh! Master Duel oder Resi 4. Ich freue mich schon so auf Tekken 8, Leute. Sieht so gut aus. Ja, ich habe eine Schatzkiste gefunden. Auf der anderen Seite ist nicht noch was, gell? Aber. Und, wie schaut's aus? Noch immer 92%. Aber ich glaube, wir sind hier auf einer guten Fährte, würde ich sagen, im Untergrund. Bräuchte die Drops von den Samurai-Leuten da und ich wollte dir Songs spielen auf der Harfe. Ich bin Adventure Rank 57. Keine Ahnung. Zu den Liedern wurde Nein gesagt, wenn live. Genau, danke, Heshi. Keine Ahnung, warum sie... Wie gesagt, ich habe mehrmals angenommen. Ich meine, die paar Mal da so im Zwischen, aber die letzten zwei Male habe ich ganz normal angenommen. Keine Ahnung, was da war. Hm. Das ist auch noch was. Hm. Hm, wie komme ich da rüber? Ah, bei den Dingen muss man an Zelda denken. Okay. Da irgendwo? Ja, schaut mal an. Schau, wenn man nach Jahren da noch mal lang geht. Oh. Hab ich dafür eine Gruppe. Uah. Kann nicht mehr spielen. So. Einfach weggehen. Nein. So. Oh, schaut, da ist noch was zum Aufmachen mit dem Clearance-Dings. Ein Fahrstuhl, den ich noch nicht habe. Yay! Nein, danke geblieben. Oh, unglaublich. Sumeru, unglaublich. Schau, wie soll ich denn darauf kommen, dass hier irgendwo... Ich hätte sowas einzeichnen. Das sind zwei Dendrokuli. Wahnsinn. Nicht nur du freust dich auf Tekken 8. Ich freue mich ebenfalls auf Tekken 8. Ja, Tom auch. Ich glaube, wir werden dann... Wenn es soweit ist, werden wir dann alle Tekken 8 spielen. Hier war ich noch nicht. Neue Gebiete. Aber wie komme ich zu den Dendrokuli? Wo sind die? Hm. Soll ich die einzeichnen, damit ich die nicht vergesse? Zack. Gehen wir erstmal hier lang. Na, sieht super aus. Ich meine, seit Tekken 2 bin ich ein großer Tekken-Fan. Noch mehr Geld. Und 7 hat mir auch super gut gefallen. Schatzkiste! Mhm. Wie viel haben wir jetzt? 93%. Es wird. Oh mein Gott. Ich wünschte mir trotzdem, es würde unterirdische Karten oder so geben. Tada, Geld. Danke. So, und da ist ein Aufzug. Wo führt der mich hin? Ah! War so zerquetscht. Einmal bitte hochfahren. Uhu.
Wer war dein Main insgesamt in der Tekken-Reihe? In Tekken 2 habe ich gerne Jun gespielt. In Tekken 3. Meistens. Wie heißt sie? Xiaoyu? Ich wollte gerade Shang Ling sagen. Oh mein Gott, wie peinlich. Oh, ich hätte das nicht erwähnen sollen. Und Nina habe ich auch ziemlich viel gespielt. In Tekken 7 habe ich relativ viel Lucky Chloe und wie hieß der? Shaheen oder so gespielt. Jetzt da lang. Okay. Das ist ein Sealy. Ja. Aber eigentlich haben wir dann immer random gespielt. Ziemlich. Tendrokulus. Okay, das ist noch so ein Ding. Wahnsinn, hier ist noch ein ganzes. Wo ist denn das Ding jetzt hingeflogen? Okay, das ist nix. Ja. Mit wem hast du am liebsten gespielt? Ich meine, wir haben immer nur so mit Freunden gegeneinander gespielt. Das war nicht irgendwie so kompetitiv. Ich meine auch schon, aber mehr für den Spaß. Flieg, kleiner Sili, flieg. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind, aber flieg. Okay. Okay, wo geht's da lang? Warte, ich gehe erstmal da lang. Da scheint der Dendrokulus zu sein. Krass. Ein ganzes. Okay. Da geht's runter. Oh mein Gott, ein ganzes Gebietsdingsel da noch. Was ich noch nicht hatte, da ist auch noch ein Aufzug. Den kann ich noch nicht bedienen. Okay. Da habe ich so ein Ding gesehen. Habe ich natürlich keinen Pyro-Charakter mit, wie immer. Egal. Hole ich gleich rein. So, eins, zwei, drei. Meistens sind es vier. Von den Fackeln, da ist noch eine. Zack. Dankeschön. Negan, Jin Kazama, mein nächster Main könnte Kazuya sein, da ich ihn Smash öfter spiele. Okay. Klingt cool. Kann. Nehmen wir einfach Klee. Klee, mach die Bomben. Oh, ich hätte noch Party wechseln sollen. Bro am Werk hier wieder. Pff. Total, oder? Fackel 1. Fackel 2. Fackel 3. Yay. Fackel daneben geworfen. Yay, die Schatzkiste ist mein. Mein. Dankeschön. Okay, noch eine Schatzkiste da drüben. Dahinter wahrscheinlich. Da, da, da. Okay, da geht's tief runter. Ah. Ist auf jeden Fall noch ein Dendrokulus angezeigt, aber ich glaube mal an, der wird unten sein. Da oben irgendwas? Nee, oder? Gut, dann hüpfen wir mal runter. Lars sieht doch ziemlich interessant aus jetzt in Tekken 8, muss ich sagen. So, so cool. Warte, wir nehmen Kasu mit. Sicherheitshalber. Zack. Falls wieder solche Sanddinger kommen. Ich glaube, einen Klee-Rerun würde ich auch akzeptieren. Ja, wird auch wieder Zeit. Klee und Kasu sind eh auch nach Yula
glaube ich, als nächstes wieder dran, oder? Zack. Bitte einmal weiterfliegen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich mache irgendwas. War ein guter Riecher, hier runter zu gehen, auf jeden Fall, hätte ich gesagt. Aufzug bitte. Diona, kommst du dran? Was passiert, wenn man da eingequetscht wird? Kann man da eingequetscht? Okay. Ich muss das einmal testen. Es tut mir leid. So, das blaue Ding ist da oben. Klee. So, zack. Eva. Eine goldene Schatzkiste für mich. Dankeschön. Wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, da geht's auf. Okay, hier war ich vorhin, gell? Die Frage ist, da muss aber irgendwo noch ein Dendrokulus sein. Mir wurde zumindest noch eine angezeigt. Gefühlt. Frage ist nur, wo? Gehen wir nochmal nach unten. Da war ja noch einer angezeigt irgendwo. Wenn ich jetzt ein klein bisschen bessere Orientierung hätte, wäre schon cool, oder? Das war hier. Dann sind wir da hoch. Eva. Da ist noch mein Zili. Den habe ich irgendwo verloren. Genau, da ging es noch geradeaus weiter. Ha. Ui, brauche ich gleich mein Mikro. Den Aufzug muss ich erst aktivieren. Dankeschön. Schock fürs Leben. Zili. Oh. Okay. Wo sind wir da? Okay. Ah, da ist noch Geld. Warum ist denn das Licht hier so dramatisch? Von da oben, gell? Halt deine Schatzkiste. Hier, die da drüben, ja. Da ist noch so ein blaues Ding. Wahnsinn. Tür auf. Ich hätte gedacht, dass hier noch so ein ganzes Gebiet liegt. Und noch urviele von diesen komischen Steintafeln überall. Mein Gott, ich liebe ja die Ruinen in der Wüste. Eva. Wenn es halt noch eine Karte gäbe. Das Blöde ist... Zack, open. Aha, aha, aha. Schau, da ist noch was zum Einsetzen. Hui. Und noch eine Schatzkiste. Cool. Okay. Okay, alle haben wir eingesammelt. Restore. Habe ich immer noch welche übrig. Wahnsinn. Nochmal 20 Primos. Yay. Das hat sich schon gelohnt. Adana, our king, bla 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 bla. Und wie viel Prozent habe ich jetzt? Aber war da nicht unten noch ein 99%? Yay! Boah, das hat es jetzt voll gebracht. Es war eigentlich nur noch der Ruinenteil fast. Aber war da unten nicht noch ein Dendrokulus oder habe ich mich da verschaut vorhin? Oder habe ich den eingesammelt? Geht's dahin? Tief runter. Und das ist die letzte Schatztruhe, die mir wahrscheinlich gefehlt hat oder so. Guten Tag, die Herrschaften. Von und zu Ben-Bens. Also wenn Kazuha irgendwann mal wiederkommt demnächst,
Dann freue ich mich auf C2 vielleicht. Okay, das ist noch so ein blaues Ding. Eine Schätze. Ich glaube, da war noch einer. Ich habe nicht wirklich aufgepasst. Gell, irgendwas war da. Aua. Aua. Ich bin zu blöd zum Ausweichen. Aber vielleicht war der auch eingezeichnet und ich komme jetzt irgendwie hin. Oder ich bin im Kreis gelaufen. Noch eine Schatzkiste. Und 100%. Ich habe es geschafft. Habe mir gerade noch einen lustigen Part aus Kamikaze Working for God in a Godless World geschaut. Und? Wie ist das so? Der Manga kommt ja dazu auch den Monat raus, soweit ich das gesehen habe. Ah, schau, da ist der Dendroculus. Ich bin wirklich hier dann richtig. Sieht zumindest so aus, als wäre er hier. Okay. Bin ich wieder hier. Wo ist der Dendroculus? Eingezeichnet ist der hier. Irgendwie muss ich den Aufzug bedienen wahrscheinlich. Wie komme ich da runter? Das letzte große Rätsel. So. Der funktioniert. Der funktioniert auch nicht. Oder? Nein, der funktioniert auch. Aber den da drüben haben wir noch nicht gemacht, oder? Oder muss ich mit dem blauen Ding darüber latschen? Der einzige, der nicht funktioniert. Danke dir. Der Anfang der ersten Folge ist so mehr, aber das Ende ist okay. Tom und ich haben vorhin nochmal so eine Übersicht geschaut über alle Anime, die jetzt kommen. Und ich so, den Manga lese ich, den Manga lese ich, den Manga lese ich. Ich glaube, von hier kamen wir original, oder? Na, da bin ich gerade jetzt hochgekommen. Hier bin ich gerade hochgekommen. Aber wie komme ich zu dem anderen Aufzug? Es ist definitiv da, wo der andere Aufzug ist, aber den anderen Aufzug kann ich nicht bedienen von hier. Was liegt da noch? Oh, noch eine Page. Die habe ich fast übersehen. Panik. So. Der funktioniert, der andere Aufzug, aber wie komme ich hier hin? Da oben kannst du nicht. Theoretisch könnte es auch da oben sein, aber ich halte das jetzt für unwahrscheinlich, weil das dieser Aufzug ich nicht bedienen kann. Ja, mal hochkraxeln. Aber so richtig gut hoch komme ich da auch nicht, oder? Von der anderen Seite. Bringt das was, da hoch zu kraxeln? Ja, nein, vielleicht. Nee, da ist nix. Ein Versuch war es wert. Auf deiner Seite ist auch nichts. Und jetzt. Zack. Okay, gehen wir auf der Seite nochmal runter und dann schauen wir nochmal. Ui. Ui, das war ziemlich hoch. Oh, gerade noch überlebt. Aber wir laufen jetzt genau in die falsche Richtung. Ja. Wenn ich die Hayward Map da machen. Ah, Hilfe. Dann kann ich euch nicht mehr lesen, aber ich kann auf die Karte schauen. Deal?
Ja oder nein? So. Hier bin ich definitiv zu hoch. Yuko. Muss auf jeden Fall wieder runter. Frage ist nur, wo. Den kann ich aktivieren. Wo sind wir lang gegangen? Da waren wir. Waren wir hier? Den kann ich. Ich habe mich verlaufen. Hilfe. Das sind so viele Hoch- und Runtergänge. Ja, hier waren wir auch. Yuko. Ah. Okay. Okay, hier waren wir auf jeden Fall. Den haben wir, den sind wir noch nicht gefahren, weil der ist jetzt erst in Service. Und ich komme dem Dendroculus näher. Vielleicht brauche ich die Karte doch nicht. Kann ich doch lesen, was ihr erzählt. Zack. Okay, hat eh niemand was geschrieben. So. Okay, jetzt bin ich... Jetzt bin ich wieder am Anfang. Oh. Isa. Na, vielleicht ist der Dendroculus einfach hier. Wahnsinn. Hilfe. Okay. Sieht aus, als hätte ich das Rätsel hier schon gemacht. Isa. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich könnte in die richtige Richtung laufen. Ich habe ein bisschen das Gefühl zumindest. Oh, Pilze. Oh, ich laufe gleich gegen die Wand. Zack. Okay. Da waren Skarabäus. Yay. Ich schaue nur einmal ganz kurz. Ich weiß, dass ich in die andere Richtung muss. Okay. Ich glaube, hier war das mit der Story dann. Hier war viel mit der Story. Okay, aber auf die andere Seite muss ich. Yay. Hallo, wie geht es euch heute? Danke, Kuchenjunge. Mir geht's prima. Ich habe gerade in dem Wüstengebiet hier 100% geschafft, aber da ist noch ein Dendroculus, den ich noch nicht habe. Da ist er. Ich hab ihn. Komm ich da hoch. Aufzug, bitte. Kasua ist ungeduldig. Yay! Ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung. Yes! Noch mehr so Orte, wo man erst mit Clearance 4 rein kann. Die anderen werde ich schon gemacht haben, sonst hätte ich ja nicht 100%, oder? Oder? Jetzt bin ich hier. Und jetzt kann ich hier auch wieder runter. Oh, Halleluja! Gehen wir aber trotzdem noch da unten lang. Das interessiert mich trotzdem. Jetzt fehlt mir nur noch... Zwei Gebiete fehlen mir noch auf 100%. Ich glaube, hier ist der Ausgang da. Eventuell. Oder schau mal, wo wir landen. Hilfe!
Alles gut hier. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte hier eigentlich einsammeln. Mich verdrückt. Okay. Ich glaube, das war eine der ersten Türen, die wir da aufgemacht haben. Aber schauen wir uns trotzdem nochmal um. Als wir im Kreis laufen, da merke ich es ja. Okay. Oh nein, diese komischen Dinger wieder. Hey. Das war jetzt aber dynamisch. Skorpione. Wir haben nichts drauf. Dankeschön. Ja, mit dem Fleisch. Noch mehr Skorpione. Ganz viel Fleisch. Okay. Das ist nichts. Ich glaube, das hat mich beim ersten Mal schon gewundert. Da ist nichts. Was ist da? Okay, haben wir auf jeden Fall schon offen da. Kämpfen und gleichzeitig nach Schätzen suchen. Im Kampf. Bisschen mehr Konzentration. Zack. Zack. Dankeschön. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Oh, da haben wir auch schon aufgemacht. Oh Gott, und jetzt sind wir da in den Höhlen. Yay! Nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch noch was ist. Irgendwo. Folgen wir dem Weg. Da. Offen. Gehen wir erstmal da lang. Richtung das Monument da. Damit wir wieder in die frische Luft kommen. Aber diese unterirdischen Höhlen, die sind der Wahnsinn. Oder bin das nur ich? Zack. Was ist das? Wer hat denn die da hingestellt? Dankeschön. Stein an Stein. Tada. Schau mal, da habe ich noch nicht aufgemacht. Ich dachte gerade, was ist denn das Grünes da an der Wand? Pilze. Ach, hier tatsächlich auch noch nicht. Ja. Da, da, da. Komme ich da wirklich bei dem Monument raus? Habe ich das noch nicht? Könnte meinen, ich habe echt schlecht erkundet bis jetzt. Aber dabei habe ich das Gefühl, ich war eh so 10 Jahre in der Wüste schon. Drück den Knopf, dann öffnet sich die Tür. Challenge. Okay. Okay. Oh, okay. Da, 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 da.
Legen wir los. Ah, okay. Nur Dendropartikel sammeln. Ach, der grüne Neune. Ich hab Angst. Wo geht's weiter? Da um die Ecke wahrscheinlich. Da lang. Boah, nichts runterfallen. Okay. Ich habe noch Zeit. Den hole ich mir. Okay. Das Ding. Das gefällt mir. Vielleicht ein bisschen schneller laufen. Okay. Da waren Wurzeln. Nein! Nein! Das letzte Dendro-Ding. Das ist nur wegen den Wurzeln da. Yes! Und noch eine Schatzkiste. So. Zack. Einmal da lang schauen. Ich glaube, da ist nichts mehr. Zack. Oh Gott. Auf den Wurzeln da lang. Okay. Sicherheitshalber nur noch mal geschaut. Yay. Dankeschön. Der Dendroculus sicher da. Ui! Noch so einen Turm gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es da noch einen gibt. Den ich noch nicht hatte. Yay, das Wasser kehrt zurück. Oh. Ich habe auf jeden Fall ein Achievement bekommen. Okay. Yay! Explore the three large obelisks in the desert. Habe ich nochmal 5 Primus. Nice! So. Wo ist jetzt mein Dendroculus? Da. Tada! Sehr gut. Das hat sich doch gelohnt. Fehlen mir nur noch da 5% und da 6%. Dann habe ich alles endlich auch auf 100. Oh nein, und übermorgen kommt schon die nächste Karte. Egal. Wird schon. Einfach chillen. Und die Gegner sich selbst überlassen. Nein. Sehr, sehr cool. Dann habe ich ein großes Ding abgeschlossen. Da gehen wir ganz kurz darüber und geben wir mal unsere Dendrokuli ab. Peschi, ich hab's geschafft. Party. Ja, ich bin bei 8,22. Party, Party, Party. Gute Sache. Na gut, jetzt werden mir nur noch vereinzelte Sachen wahrscheinlich fehlen hier und da. Aber die großen Sachen, die wichtigen, habe ich. Jo, Tobi. Und Hallöchen, Dark Knight. Willkommen. So. Endlich. Nach so vielen Monaten. Unglaublich. Manchmal, dass man das doch dann schafft. Ah. Wie geht's? Danke, gut. Alles super. Doch einiges geschafft heute. Tatsächlich.
Habe die Statue Mittwoch endlich auf Maximum. Bist du dir sicher, dass du schon alle finden wirst am ersten Tag? Schlimm, diese Warterei. Findest du? Keine Geduld, die Jugend von heute. Na gut. Ich werde mich dann aber für heute langsam verabschieden, weil jetzt werde ich dann mal was essen. Abendessen ist angesagt. Gut. Wann bin ich wieder online? Heute am Abend ist erstmal Evo online und wird spielen. Hast du schon einen Plan? Okay, Tom sagt, heute am Abend gibt es bei ihm die Nummer 5. Das heißt, es gibt entweder Persona 5 Royal Edition oder es gibt GTA 5 oder GTA 5. Also, falls ihr Lust habt, bitte bei Evo vorbeischauen. Was? Wenn nicht, dann kurz ich noch. Irgendwann wirst du Dämonen beschwören mit dem ganzen Hashi. Oder GTA, yes. Also heute am Abend, bitte lasst ihn mein Follow da und ihr könnt Persona oder GTA 5 sehen. Yay! Werde immer da sein. Yes, Tobi und Hashi wahrscheinlich auch. Außer er schläft zu lange. Ja, von mir gibt es wieder was am Mittwoch. Und zwar Genshin Impact Version 3.6. Ich werde wahrscheinlich so ab Mittag, Nachmittag online kommen und wir werden uns die News anschauen, die Testruns machen. Ich meine, Charaktere kennen wir eh alle. Schauen, was es alles Neues gibt, ob es neue Möbel gibt und was sonst noch Schönes Neues anliegt. Dann sollen die Dämonen für mich Banken ausrauben. Dann solltest du einen Pakt mit ihnen schließen. Ich brauche Primus. In Banken gibt es aber keine Primus. Und dann werde ich nochmal am Abend extra online kommen, so gegen 21 Uhr dann am Mittwoch. Und dann werden wir Nahidas pullen und Shinobus und Leylas hoffentlich auch. Bitte lasst mich Glück haben und den 50-50 einmal gewinnen und einmal early oder beides oder zwei Nahidas in einem Zehner. Aber Moneten für Primus, ja, das geht schon. Ja. Oder am Freitag werde ich wieder am Nachmittag online sein. Genaue Zeit weiß ich noch nicht. So meistens 14, 15 Uhr. So ähnlich wie heute wahrscheinlich. Und dann geht's weiter mit Genshin. Und am Sonntag am Abend wahrscheinlich auch. Genaueres findet ihr wie immer auf meinem Twitter und auf meinem Discord. Ich weiß, ich mache zu viel Werbung. Aber es ist die Wahrheit. Also falls ihr benachrichtigt werden wollt, oder lasst einfach ein Like da, dann seht ihr es das auch. Yes. Gut, das soweit von meiner Seite. Gut. Zack. Ansonsten bedanke ich mich nochmal an alle, die heute da waren. An alle neuen Follower auch. Wovon eigentlich nicht so viele da geblieben sind, weil... Oder? Das ist nur meine Anzeige, die wieder spinnt. Manchmal spinnt meine Anzeige. Ja. Und wir schauen jetzt mal, was wir heute machen. Ich schicke euch zu Fia rüber. Fia hat ein neues Video gepostet mit in Zusammenarbeit mit mir. Wir haben ein El Hatham Guide Video sozusagen gemacht. Ich habe die Aufnahmen gemacht und schon gesehen. Yes. Mein El Hatham sah gut aus in dem Video, oder? Habe ich aus den besten Perspektiven aufgenommen. Ja, schauen wir mal rüber, was er gerade Lustiges macht. Und wie gesagt, falls ihr Lust habt, heute Abend bei Evo reinschauen und ich bin am Mittwoch wieder da. Danke an alle und ja, schönen Abend wünsche ich euch. Und an alle, die schlafen, bitte rechtzeitig zu Evo-Stream, bitte wieder wach werden. Wann bei Evo? 21 Uhr. Wie immer gegen 21 Uhr. Bitte, bitte bei Evo vorbeischauen. Bis dann. Hallöchen, Natalia, Child Charmer. Willkommen. Ich gehe nur gerade. Noch einen schönen Tag an alle. Danke dir, Joe. Bis dann. Gut, gehen wir los. Zacki Karotti. Und dann werde ich erstmal was essen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und dann heißt es 3.6. Ich freue mich schon. Endlich was Neues zum Erkunden. Hehe.
Lass es dir schmecken. Danke, Tobi.